Da gibt es auch noch ein paar Fässer. Eine Rune der Wiederherstellung. Nehmt nochmal Kontrolle über den da. Die Typen sind nämlich eigentlich ganz gut. Na, da kommen noch mehr. So, ich mache aber erst das Dorf da hinten kaputt. Oh, da ist ja noch ein dunkler Diener, den wir jetzt gar nicht mehr mitnehmen können. Wo war denn nochmal? Da war der. Ah, verdammt, die haben jetzt nicht mehr genug Mana. Hätte ich wieder schön die Ritter einnehmen können. Sollte den Fluch ausmachen, damit die mehr Mana für ihre Besessenheit noch haben. Ach, ungepanzerte Rüstung, deswegen. Ich hab mich schon gehört, warum die von Belagerungen aus Angriffen so auf die Fresse kriegen. Belagerung ist ja sonst nicht unbedingt so gut. Wenn es nicht gerade gegen Gebäude geht. Errichtet das Einzige, was an diesen Typen hier eigentlich gut ist, ist ihre Befehlsaura, ihr kritischer Schlag, ihre Giftwaffen. Ja, und ihre Hitpoints. Und sagte ich gerade das Einzige? Die Dinger sind, die Viecher sind stark. Was sind das? Ein Schiff mit Flüchtlingen. So, sind unsere Einheiten wieder ein bisschen geheilt. Machen wir den Fluch aus. Mit dir Mana nicht unnötig verbraten. Dann schauen wir endlich mal, was in diesen Fässern drin ist. Ein Schädelschild. Kraft plus 1. Ich glaube, da können wir nachher mit dem Arthas ein bisschen tauschen. Weil der hat doch was mit Beweglichkeit plus 1. Ja, was haben wir denn da noch? Milizen. So, da ist nochmal so ein Obermods-Bandit hier. Den nehme ich mir auch wieder. Weil die Typen sind echt stark. Und da können wir uns einen Ritter holen. Und hier auch noch. Ja, danke, dass du den nochmal für mich hochheilst. Ja, mit Sylvanas zu spielen macht irgendwo Spaß. Auch wenn ich die Bitch in WoW nicht mag. So, dann sind wir hier schon wieder da angelangt. Ich sammle jetzt mal meine Truppen für einen riesigen Angriff auf dieses letzte Bastionsstück, das die da in der Mitte noch haben. Hier haben wir noch nicht alles erforscht, aber ich glaube, das ist, gehört eh teilweise zu dem Lager. Und hier oben, das ist mit Absicht.
So, da kommt man sowieso nicht hin. Ich habe über Cheaten schon mal rausgefunden, was dort ist. Und ja, musste ein bisschen schmunzeln. Faszinierend. Die Toten sollen dienen. Ich habe nachgedacht. Ah, der Kältesaat. So, und dann starten wir jetzt dann den großen Angriff. Aber zuerst muss ich hier ein bisschen rumtauschen mit den Items. Was ist das diesmal? Also gut, eigentlich muss ich hier nur mal kurz mit Arthas hier einmal kurz durchreiten. Das ist schon besser. Ah, bin gerade ein bisschen heiser. Ich weiß, es ist ein bisschen ungünstig zum Let's Plays aufnehmen, wenn man heiser ist, aber... Ich wollte mit Arthas hier noch... Eigentlich wollte ich die jetzt mit allen angreifen. Allerdings will ich hier vorher wirklich noch diesen Kraftfolianten holen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der war, dann wäre es auch super. Ach, hier war er. So, doch, greifen wir hier an. Sylvanas, schnappt da deine Leute. Ja. Kann es sein, dass das nicht funktioniert, wenn der nicht in Reichweite ist? Ich muss jetzt noch irgendwie mit Arthas einen Handel durchführen können. Nämlich tauschen wir hier mal diese Items aus. Kriegt Arthas noch das mit Kraft, sie kriegt das mit Beweglichkeit. Und dann passt das Ganze. Oh Gott, haben wir jetzt hier eine Skelettmasse hier. Vorsicht. Endlich ist die Allianz erledigt. Wenn wir die letzten Nachzügler zusammengetrieben haben, müssten wir... Nicht schon wieder. Ich bin es, der Lichtkönig. Gefahr nähert sich dem Frostthron. Ihr müsst unverzüglich nach Northrend zurückkehren. Gehorcht! Mein König, euch ist nicht wohl. Bringt mich zur Hauptstadt. Vor mir liegt eine weite Reise. Ja, sieht aus, es müsste mir zurück nach Nordend. Ja, schon wieder 50 Minuten für das Level gebraucht. Aber das Level dauert auch ein bisschen lange. Ja, Interludium, eingeteiltes Königreich. Am nächsten Abend erscheint die Banshees. Die Banshee Sylvanas irgendwo in den Tiresfallen Mooren bei einem Geheimtreffen. Ich sollte nicht mehr so spät nachts aufnehmen. Lady Sylvanas, wie schön, dass ihr gekommen seid. Wie könnte ich nicht? Aus irgendeinem Grund höre ich die Stimme des Lichtkönigs nicht mehr in meinem Kopf. Ich habe meinen freien Willen wieder. Ihr Schreckenslord scheint den Grund zu kennen. Wir haben festgestellt, dass der Lichtkönig seine Macht verliert. Und mit ihr schwindet auch seine Fähigkeit, über Untote wie euch zu gebieten. Und was ist mit König Arthas? Was ist mit seinen Kräften? Arthas Kräfte werden mit der Zeit schwinden. Auch wenn mächtige Zauber in seine Runenklinge Frostmourne gewirkt wurden. Das ist unausweichlich. Ihr wollt ihn stürzen und euch dazu meiner Hilfe versichern. Die Legion mag besiegt sein, doch wir sind die Nasresiden. Kein Menschenemporkömmling wird uns beherrschen. Arthas muss weg.
Der Lich Kel'Thuzad ist viel zu loyal, seinen Meister zu verraten. Ihr andererseits. Hasst ihn. Und ich habe meine Gründe, nach Rache zu dürsten. Arthas hat mein Volk ausgerottet und mich in dieses Monstrum verwandelt. Ich werde euren blutigen Umsturz unterstützen, aber auf meine Weise. Ich für meinen Teil traue ihr nicht. In ihr schlägt ein Elfenherz. Sie wird nie mit uns paktieren. Nicht so voreilig. Sie ist ein Freigeist, aber ihr Hass auf Arthas wird letztlich unseren Zwecken dienen. Das stimmt. Da das nun auch geklärt wäre, möge das Fest beginnen. Ja, interessantes Ränkeschmiedenspiel hier. Kapitel 2, die Flucht aus Lordaeron. Am nächsten Morgen sprechen König Arthas und sein Majordomus Kel'Thuzad im Palastgelände über die düsteren Warnungen des Lichtkönigs. Die Anfälle sind also schlimmer geworden. Ja, meine Kraft ist erschöpft. Ich kann kaum meine eigenen Krieger befehligen. Der Lichtkönig warnte mich, wenn ich nicht bald nach Northrend komme, könnte alles verloren sein. Keine Angst, mein König. Die Vorbereitungen für eure Abreise sind abgeschlossen. Schiffe warten an der Küste und... Die Pläne wurden geändert, König Arthas. Ihr seid am Ende eures Weges angelangt. Mörder! Eine Falle! Ihr hättet nicht zurückkehren sollen, Mensch. Dank eurem geschwächten Zustand haben wir die Macht mit Mehrzahl oder Krieger übernommen. Verlass die Stadt. Ich suche meinen eigenen Weg. Wir treffen uns in der Wildnis. Nun gut, Lich. Viel Glück. Müssen wir heute das erste Mal mit Untoten gegen Untote kämpfen. Jetzt Frostmourne! Ist aber hier weiter kein Problem. Hier gibt es sonst nichts mehr. Dann gehen wir hier mal durchs Tor durch. Frostmourne hat Hunger. Kel'Thuzad, unser Meister, schickte uns zu eurer Unterstützung. Unsere neuen Skelettmagier machen kurzen Prozess mit den Rebellen. Sehr gut. Wir müssen rasch handeln und alle finden, die in Treue zu mir stehen. Unterstützung können wir gar nicht genug haben. Ah, endlich. So, dann klauen wir hier mal zusammen, was wir hier noch kriegen können. Was ist es diesmal? Und dann das ist schon besser. Gehen wir weiter hier. Endlich. So, Arthas ist jetzt übrigens nur noch Stufe 8. Wir haben hier übrigens auch noch eine neue Einheit, der Skelettmagier. Das ist mehr oder weniger so, ja, es ist eine Ausbaustufe vom Skelettkrieger. Macht, glaube ich, ein bisschen weniger Schaden, ja. Und hat auch weniger Rüstung. Dafür allerdings ist er ein Fernkämpfer. Und hat mehr Lebenspunkte. Rolle des Schutzes braucht man nicht. Frostmourne hat Hunger. Wir haben Unheilige Aura jetzt nur noch Stufe 2. Also uns wird ja jedes Mal eine Fähigkeit runtergestuft, wenn Arthas ein Level verliert. Was logisch ist. Ich kann Todesmantel in dieser Mission jetzt übrigens auch nicht dazu benutzen, um meine Einheiten, also um gegnerische Einheiten zu verletzen, sondern nur dazu, um meine eigenen zu heilen. Daher werde ich das jetzt auch überwiegend machen. Niemand erteilt mir Befehle. So, dann schauen wir mal, was hier drin noch ist. Mehrere Fässer wieder. Für den Lichtkönig. In der Mission wird es wahrscheinlich wieder einen Haufen coole Items geben. Endlich. Oh ne, ein Skelett heile ich jetzt nicht. Was ist des Schattens Begehr? Vorsicht. Die Toten sollen dienen. Sprecht.
Dummkopf.